Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Works and Resources of the Republic. Hier auf meinem Kanal im Live-Let's Play. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Ha, toll, oder? Ah, guck mal, hier geht's langsam voran. Ein bisschen was hat er dabei. Also sie kommen langsam voran. Das ist schön. Ich wollte gerade sagen, bauen die gerade ohne was zu verbrauchen, aber er hat halt im gleichen Atemzug abgeladen. Zwei Kräne sind da. Hier fährt ein Tank-LKW. Der hat hier wahrscheinlich ein bisschen was gebracht. Hier ist ein Asphaltfertiger im Arbeit. Voila, im Arbeit. Okay. Hier fehlt noch ein bisschen Kies. 10 Tonnen. Das ist ein LKW. Ein kleiner, feiner LKW wäre das. Da ist er. Da ist er. 10 Tonnen. Das ist... Ha, cool. So, ich würde sagen, wir gucken, dass wir vielleicht einfach hier auf diese Linie. Achso, die haben jetzt alle halt diese komische Linie drin. Dass wir hier vielleicht nochmal eine andere Linie reinpacken. Hier wird halt demnächst theoretisch das blühende Leben entstehen. Oh Mann. Ganz schön leer im Moment hier. Ich weiß nicht. Manchmal haben die Städte so Momente, wo irgendwie nichts los ist. Weißt du, die Leute beschweren sich, dass sie keinen Sport machen können. Aber die Sportplätze sind trotzdem leer. Also, muss man jetzt nicht verstehen, würde ich sagen. Was mich halt immer noch stört ist, ja, wobei wir haben Fleisch. Im Moment fehlt es nur an Kleidung. Komm, wir gehen hier mal ein bisschen runter. 2,5. 2,5. Na, guck mal, hier ist sogar nichts. Wir mussten gar nichts einstellen. So, was sagen eigentlich unsere Gäste zurzeit? Keine Kirche, okay. Unable to get Essen. Interessant. Oh ja, wir haben kein Essen im Hotel. Warum haben wir kein Essen im Hotel? Hospital. Also hier wäre wahrscheinlich demnächst noch ein Krankenhaus fällig. Müssten wir hier vielleicht mit einer Straße rausgehen mal noch. Hier hinter so ein bisschen und kann dann hier wieder anschließen. Ja, so zum Beispiel hier so rüber. Piep. Aber der ist gar nicht stark. Der ist noch nicht so stark ausgelastet. Da geht noch was. Apropos, da geht noch was. Hier geht nichts mehr. Autsch. Ja, es geht gerade so, dass die sich halbwegs ein bisschen füllen können nebenbei. Aber hier ist halt mega leer. Alles klar, bei 29 Arbeitern. Guck mal, da kommt gerade einer. Der ist immerhin voll. Ach, hier fahren ja auch immer noch Busse, weißt du? Dum, 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 dum. Wie sieht's denn hier drüben aus? Das Lager ist voll. Trotz so weniger Arbeiter. Schickt die alle zur Seilbahn. Ach so, wahrscheinlich ist hier gerade nö. Hä? Lol, warum geht keiner zur Verarbeitungsanlage? Na, 19%. Und was habe ich hier? 24%. Ja gut, ich sag mal so. Sie müssen auch nicht zur Verarbeitungsanlage, wenn es für sie keine mögliche, also nichts zum Verarbeiten gibt. Sagen wir es mal so. Guck mal, jetzt steigt das auch ganz schön an hier. Jetzt kommen hier 50, 60 Tonnen an. Wir brauchen aber 210. 210 Tonnen. 210. Fanteen, Alter. Die sind auch schon alle wieder ausgezogen. Im Moment geht's aber halbwegs. Oh Mann. Ja, genauso wie wir hier hinten eine Stadt gebaut haben, nur damit eine Feuerwache hier entstehen kann. Mega. Mega Shit. Das ist Homo-Shit. Hier wäre sogar ein bisschen Kohle, wo wir vielleicht gucken könnten, ob wir uns das zunutze machen. Irgendwie. Können wir aber kurz rübergehen. Da. Kohle. Ah, oh ja, hier wäre ein bisschen... Oh ja, oh, guck mal, hier können wir machen. Können wir hier noch einmal machen?
Also Platz für zwei Kohleminen, würde ich sagen, ist schon. Vielleicht noch eine dritte. Aber ich sag mal so, die würde wahrscheinlich gut was abwerfen an Zeugs. Und dann vielleicht hier nochmal eine. Die wird auch gut was abwerfen, gehe ich von aus. Könnte funktionieren. Aber Voraussetzung natürlich, dass hier bald mal Feierabend ist. Ah, da kommt auch gerade die Walze angerollt. Ich wollte gerade sagen, die Dampfwalze. Quietsch, quietsch, quietsch. Okay. Ja, und dann fehlt es an Straßenlaternen. Okay. Also hier wäre dann so das nächste Problem, Elektronik. Hier liegt es aber an den Mitarbeitern deutlich zu sehen. Ja, okay, die beziehen alle ihre Mitarbeiter von hier. Wir müssen eindeutig was dagegen unternehmen. Die Frage ist nur, von wo? Hier ist halt nichts los, hier ist nichts los. Ah, zum Kotzen. Achso, die kommen da, werden auch im Moment nicht beauftragt. Ah! Stressig, ey. Richtig stressig. So, komm, baut. Baut, ihr Unnützen. Guck mal, da gehen auch schon die ersten zur Arbeit. So. Wir machen mal auf 30, ja? Weil sonst rennen uns die ganzen Leute dahin. Und die sollen ja zur Arbeit. Ach, guck mal, hier könnte man noch ein paar Leute einladen mal. Wir haben ja Geld. Alter, ganz schön viel Platz. Yes, nicht mehr so viel Platz. Ich glaube, das Problem ist einfach nur, dass wir die Häuser richtig voll machen müssen. Ma. Sag mal welche aus dem anderen Ausland ein und noch ein paar schlaue Menschen. Was haben die denn? Qualität der Wohnung 92%. Krass. Das ist schon nicht schlecht, muss man ja sagen. Immer so, die werden wahrscheinlich alle hier zur Bushaltestelle gehen. Jawoll! So wollte ich das sehen. Das heißt, wir starten hier und fahren nach hier. Start. Ganz einfache Linie. Keine Probleme. Auf geht's. Und da gerade die Straßenbahn. Da schicke ich einmal im Jahr gefühlt einen Bus aus dem Depot und dann kommt die Straßenbahn, ey. Alter, Omega-Lul. Schön. Hier geht's auch nicht vorwärts. Weil halt überall die elektronischen Komponenten fehlen, weil wir halt versuchen, ein riesiges Solarkraftwerk zu bauen. Lol. Liter, willst du mich verarschen? Ach, wir haben sogar einen, der hier fährt. Ja, den haben wir aber nur auf Bitumen eingestellt. Zack. Ich sage ihm, er darf Treibstoff mitnehmen. Was macht der? Er nimmt keinen Treibstoff mit. Ich glaube, der kostet mich im Moment mehr durchs Hin- und Herfahren. Chemikalien, da wäre auch die Überlegung, ob man vielleicht sagt, man nimmt größere Chemieanlagen. Da haben wir auch Mods für. Alter, hier stehen sie ja Schlange. Mod. Fabrik, ich finde es blöd, dass das nicht unterteilt ist nochmal bei den Fabriken. 2,7 Tonnen zu 0,81. Das ist natürlich ein dezenter Unterschied. Wir brauchen aber auch 200 Arbeiter. Das ist natürlich... Alter! Also was ich gut finde, dass die meisten Modder die Proportionen beibehalten. Das heißt, wenn die Anlage mit 50 Arbeitern schon so groß ist, dann ist die mit 200 Arbeiten halt fast viermal so groß. Jetzt von der Proportion her, wir können ja nochmal kurz... Guck mal, die ist wirklich viermal so groß. Eins, zwei, drei, ja, fast viermal so groß. Sagen wir auf jeden Fall dreimal so groß. Haben wir noch eine andere Chemieanlage? Nee, bis...
Hier wäre noch was. Huge Chemical Plant. Die ist nicht ganz so schlimm. Die könnte man hier dann so ranbauen, weißt du? Oder halt so rum ranbauen. Ne, wegen den Rohren müsste man sie so rumbauen. Ah, dann wäre aber das Problem mit den Fabrikanschlüssen. Hier hätten wir noch eine Large Electrical Components Fabrik. Ah, hier wäre noch eine Huge Chemical. Alter, die ist aber huge, huge. Was produzierten die? 5 Tonnen. Mit 500 Arbeitern. Alter, krass. Naja, klar, wenn 0,5 Tonnen, oder? Sind das 0,5? Ja, 0,8 von 60 Arbeitern, sagen wir mal. Ach lol, das steht hier gar nicht auf voll. Gib doch Gas, Alter. Was ist denn hier los? Wie sieht's denn eigentlich jetzt hier aus? Okay, hält sich in Grenzen. Mit den Arbeitern. Hier fährt die Walze rüber. Hier ist auch gerade eine Walze. Schön, läuft. Läuft, ist schön. Sieht gut aus. Hier fehlen wieder elektronische Komponenten. Hier dann logischerweise ja auch. Aber jetzt fahren die schon Asphalt hier hinter, was bedeutet, dass die Straße asphaltiert wird. Wenn ein Asphaltfertiger... Ach, ist sogar anwesend. Ah ja, da ist er. Hat man so schlecht gesehen wegen dem großen Baustellensymbol. Boah, wisst ihr, auf was für ein Spiel ich gerade wieder richtig Bock bekommen? Verkehrsplaner. Simulator oder Verkehrssimulator, wie auch immer das Ding heißt. Alter, den müssen wir unbedingt spielen. Ich fand den so geil früher. Was best, eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe, die so ein Thema abdecken, sagen wir es mal so. Alter, ich muss das so bauen, sonst wird es hier nichts mehr. So, die dürfen noch dazu. Ja, oder so. Hier ist es ja egal, solange es nicht brennt, ist mir das egal. Holz ist natürlich wie immer mehr als genug da. Guck mal, der kommt hier mit zu... Der nimmt sogar die Mitarbeiter wieder mit, alle. Alles klar, Meister. Da kommt unser Gelenkbus wieder. Ach, guck mal, jetzt läuft's hier. Jetzt kommen gerade richtig viele Leute. Aber klar, die müssen hier mit dieser einen Haltestelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fabriken versorgen. Also, das ist schon heftig. Ja, nee, das funktioniert nicht. Oh, wir haben sogar mal wieder ein bisschen Stahl. Hey, freut mich. Wir haben kein Eisen mehr. Willst du, ah. Ich kann ja auch andersrum fahren, oder nicht? Du fährst dahin. Hau ab, Alter. Hält den ganzen Verkehr auf. Was hast du hier überhaupt verloren, du Sack? Jetzt muss der... fahren, hoffentlich. Jawohl, passt. Weil das ein Chain-Signal ist. Jetzt. Kohle ist nämlich auch nicht mehr viel da. Ja, doch, ist voll sogar. Krass. Stopp. Ja, ich habe sogar Warte bis entladen. Krass, Alter. Kenne ich ja gar nicht. Der ist es auch nicht gewohnt, dass er abladen kann. wir sollten vielleicht mal kurz die Linien prüfen. Von den Zügen. Und zwar, dass die uns nicht jedes Mal in die Quere kommen. Boah, Alter, das ist aber knapp, dass das gerade so passt. Also, dass die sich da so gut arrangieren können. Also, theoretisch fahren die alle hier lang. Okay, aber im Notfall nehmen sie auch eine andere Route. Wenn die eine überfüllt ist oder sowas. Kein Plan, von was der das abhängig macht. So, jetzt lädt er Treibstoff. Bitumen wahrscheinlich. Größtenteils. Okay. Mitarbeiter kommen ja von hier unten. Genau, soweit ich das in Erinnerung habe. Jo. Alter, die kleinen Flitzer hier. Wum. Ja, die fahren alle nicht mehr voll. Das ist nicht gut. Das ist sogar sehr schlecht. Ja, es wird nicht besser, würde ich sagen. Im Moment. Ah, kritisch.
Hier ist aber wenigstens, also stofftechnisch sieht es hier gut aus. Ja, wir produzieren langsam wieder ein bisschen elektronische Komponenten, aber es ist immer noch leer. Stoff haben wir dafür mittlerweile mal. Wir können auch hier wenigstens wieder alle produzieren in Ruhe. Was halt blöd ist, dass das nicht im Lagerhaus zwischengelagert wird. Guck mal, hier kommt Getreide. Oh, schön. Hier steht sogar ein LKW bereit. Gucke mal. Kann bis zu 25 Tonnen, das Teil. Ist auch gleich voll. Oh, da wird sogar gerade, da wird vielleicht das ganze Feld... Aha, nee, ich glaube nicht ganz. Nicht ganz das ganze Feld wieder drauf bekommen. Das heißt, er muss dann wegen ein paar Kilo sozusagen nochmal fahren. Wegen so einer halben, dreiviertel Tonne oder so. Wo kommt denn der her? Ach, der... Ist einer von denen da unten. Ah, der, der Äußerste. Mein Freund, du hast deinen Anhänger verloren. Oh Gott. Schwebender Anhänger. Süß. Also, dafür machen wir ein Bild. Oh, wir haben schon 1976 jetzt. Damals. Ey, die sind weit vorangekommen bis jetzt. Also, das wird laufen. Hier ist halt das Problem, die Electronic Components. Also, hier ist noch... na doch, sogar ein bisschen was. Kies fehlt hier jetzt. Und hier fehlt auch Kies. Okay. Aber, so wie es aussieht, ist da kein Fahrzeug unterwegs für. Ah, doch. Ja, 0,66 und... Ah ne, der hat Asphalt und da kommt der andere mit 2,5 Tonnen. Ja, 2 Tonnen steht hier. Wir gucken mal, wir gucken uns das mal kurz an. Wo greifen wir eigentlich die Mitarbeiter ab? Habe ich's verpasst, oh. Arbeiter. Holden Station. Die gehaltene Station, warte, was? Was macht denn unser einziger Bus? Fährt mit Leuten zur unvollendeten Straße. Okay. Ich würde sagen, Bug oder was? Weil eben weil die Geräusche nicht aufhören wollten. Guck mal, obwohl wir so einen Haufen Leute importiert haben. Oh ne, haben wir sogar. Ja, haben wir trotzdem 2 Millionen plus gemacht. Obwohl wir für 55.000 Arbeiter importiert haben. Gastarbeiter. Ja, ha, ha, ha. Na, guck mal, hier wird fleißig gebaut. Ja, weil das sind Rohstoffe, die haben wir teilweise. Stahl ist zwar auch ein bisschen knapp immer. Guck mal hier. Wenn ich mir überlege, ganz am Anfang haben wir sogar mit dem Zug teilweise Stahl verkauft. So rich waren wir. So, jetzt sollen wir halt nicht den Treibstoff dann leer saugen. Im Alter. Naja, obwohl wir hier noch weitere Ölquellen angeschlossen haben, ist der Durchfluss nicht besonders höher geworden. Komisch. Der ist voll, der ist auch voll. Dann ist hier einfach zu lame. Dann hängt das mit dem Tank zusammen. Hm. Wenn ich jetzt eine Pumpe zwischen... Ich teste das mal, wenn ich eine Pumpe zwischen reinsetze, ob das was bringt. Weil hier ist jetzt genauso viel Verkehr sozusagen von Flüssigkeit wie vorher, genau. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Forward-Pumping einbaue. Halt, ich war doch eben richtig. Ajo, guck mal. Hier, Alter! Da liegt das Problem. Guck mal an. Genau, und hier haben wir sogar eine Pumpstation zwischen, dann passt das ja. Ja, das können sie jetzt hier nebenbei bauen, wenn sie es wollen. Guck mal, Alter! Ja, jetzt guck mal, geil! Es läuft, jetzt kann der hier mit tonnenweise durchpumpen. Mal schauen, wie das... Guck mal, hier hinten kommt auch was an, endlich mal. Geil, oder? So einfach lassen sich Probleme lösen, guck mal. Einfach eine Pumpe rein und ab geht er, Peter. Die brauchen ja nicht viel, die zwei hier. Die auf das Rohöl direkt zugreifen.
Krumen ist auch voll. Der saugt halt weiter ab. Das stört jetzt aber nicht unbedingt. Oh, guck mal, neue Fahrzeugtypen. Schön. Guck mal, der muss mittlerweile echt warten, bis er leer ist. Genauso wie der hier wartet, dass er voll wird. Ah, langsam sieht es wieder mit der Kohle ein bisschen angenehmer aus. Bin ich mal gespannt. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Unterstützt mich gerne über meine Affiliate-Links. Nächste Folge kommt am Donnerstag, wie immer um 9 Uhr. Und dann sage ich abonnieren, Daumen hoch und die Glocke drücken. Bis dahin, haut rein. Tschüss.